Hallo ihr Lieben, und da sind wir wieder zu einem neuen Video mit uns beiden. Hey! Ja, wir haben gedacht, wir machen euch noch direkt einen Aussie-Haul von mir hinterher. Und zwar ist jetzt bei Aussie irgendwie... Oh, da ist Verpackung. Oh. Ist direkt, sage ich jetzt mal, naja, der Winter bei mir ausgebrochen. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mal ein bisschen. Aussie ist so ein Shop, da gehe ich recht gerne bestellen, weil das auch so mein Stil so ein bisschen ist. Ist auch viel Tussi-Kram darunter, das ist schon klar, aber ich kombiniere das ja halt eben mit so Alternative-Sachen. Und ja, da habe ich einfach mal ein bisschen so Winterklamotten geshoppt und ein paar Statement-Ketten, weil ich Statement-Ketten ja total liebe, weil es ist irgendwie, wenn ich ein langweiliges Outfit habe, dann nur so eine Kette oder so, das ist einfach der totale Eye-Catcher. Und Aussie, finde ich, macht total schöne Statement-Ketten, auch von der Verarbeitung her. Und deswegen konnte ich da nicht widerstehen. Aber fangen wir erstmal mit den Klamotten an. Ich habe mir erstmal einen Schal gekauft. Mein Freund meinte, ich hätte mir eine Tischdecke gekauft. Aber ja, für mich vom Stil her, wenn man das so ein bisschen auseinanderholt, ist es schon so sieht es leicht aus wie Omas Tischdecke. Aber ich finde halt die Farbe so schön, ja. Dieses Rötliche. Ja, das ist echt und ich stelle mir halt so schwarzen Klamotten oder so, weißt du? Mhm. So in so einer schwarzen Lederjacke oder so, stelle ich mir das total schön vor. Er ist ein bisschen kratzig, ne? Nicht so schön wirklich weich. Ja, aber er soll ja auch nur so als Deko um meinen Hals fungieren. Ich soll mich da nicht richtig einkuscheln. Also von daher fand ich das eigentlich gar nicht schlecht. Hat 12,95 gekostet, fand ich okay. Und ja, wenn die Qualität stimmt, dann kann man es auch mitnehmen. Dann habe ich mir wiederum gekauft ein Blingtop. Ein T-Shirt, und zwar fand ich das total schön, weil das halt eben so lang geschnitten ist, hier unten so eine Raffung hat, auf den Ärmel natürlich auch, und hier oben halt, weil das hier so echt so eine Borte hat, wo man eigentlich auch gar keinen Schmuck braucht, weil ich stehe total auf sowas, weil dann braucht man halt eben wirklich nicht viel, und hat das direkt aufgewertet. Das finde ich total schön, auch so in Kombination direkt mit dem Schal. Ja, eine schwarze Lederjacke drüber, noch ein Top drunter oder so, eine schwarze Hose, hohe Stiefel, perfekt. Na, und deswegen fand ich das total genial. Ja, ja, eine total schwere Jacke, die aber total plüschig innen drin ist. Ja, eine Übergangsjacke. So. Ach so, wie viel das T-Shirt gekostet hat, muss ich euch noch sagen. Moment. Da ist der Schnippel. Schnippel. 14,95. Geht auch noch. Aber so hier eine mit Kapuze und einen. Ja, ich wollte eine Übergangsjacke jetzt haben für den Winter, weil ich mag halt eben so richtig schwere Jacken nicht. Deswegen greife ich dann immer sehr gerne zu Felljacken zurück. Erstens mal, weil die halt eben auch wetterbeständig sind. Zweitens mal, weil ich mich damit einfach auch gefühlstechnisch so ein bisschen wohler fühle. Und deswegen habe ich zu dieser hier ganz lang gegriffen mit so richtig fetten Knöpfen und allen möglichen. Und sie ist halt innen drin richtig flauschig und wirklich weich. Ja. Und die hat mich gekostet 35 Euro. Das finde ich auch vollkommen okay für die Qualität, die Verarbeitung und dafür, dass die auch richtig schön schwer und qualitativ gut aussieht. Ne? Was meinst du? Ja, nee, also schön. Also in einer anderen Farbe würde ich sie auf jeden Fall tragen. Ja, da waren, glaube ich, auch noch andere Farben. Ich glaube, es waren nur noch grau verfügbar. Und ja, deswegen habe ich es mir genommen. Und deswegen auch schön mit Schwarz kombiniert oder so. Ich bin ja total generell für Farben offen. Und ja, warum nicht? Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Es ist alles nur eine Frage, wie man es kombiniert sowieso. So, dann haben wir hier wieder einen schönen Pulli mit ganz langem Ausschnitt, dass man es sich auch über die Schulter ziehen kann. Ja, ich liebe das, wenn man sich das über die Schulter zerren kann. Also im Winter liebe ich das total, da einfach so ein Top drunter. So ein braunen Glitzer und weiß. Was man aber so nicht direkt sieht. Ich finde halt eben einfach die Farbkombination cool. Wenn man das schwarz drunter trägt, da so eine schwarze Hose dazu. Und das dann drüber kann man jetzt auch bestimmt schön im Oktober und im November tragen, wo es schon ein bisschen kühler ist. Und das hat mich gekostet 25 Euro und das finde ich für die Qualität, das hat hier noch so schöne an der Seite, so schöne Nieten, also echt? So schöne Verzierungen so ein bisschen. Gar nicht gesehen, ne? Und so ein bisschen auf schick gemacht und die Qualität ist auch wirklich, muss ich sagen, ein bisschen, es tut ein bisschen Federn, aber ansonsten finde ich das eigentlich richtig schick. Ja, dann haben wir hier einen schönen weißen Pullover mit ganz tollem Kragen. Also sowas mag ich ja auch, wo man sich richtig einmuscheln kann. Was, ne, das ist eigentlich kein Rollkragenpulli. Ich habe da schon sowas ähnliches in Altrosé, finde aber Altrosé jetzt nicht so geil. Und habe den dann in weiß gesehen, weil ich gedacht habe, weiß kannst du auch wundervoll mit schwarz kombinieren. Und diesen Kragen, den ziehst du dich bis hier über die Schulter auf beiden Seiten. Ach so, dass man das, na, dass man das hier frei hat. Weil komplett Rollkragen bis hier oben mag ich nicht, weil da fühle ich mich immer so eingeschnürt. Ich mag das nicht, das spielt er in die Dings. Das war der Postbote, der schmeißt. Wir haben einen Garagenvertrag, der schmeißt das da rein und soll man nicht so faul sein. Jedenfalls finde ich total klasse, auch so von der Verarbeitung her, wie das gemacht wurde. Ja, also. Richtig schön und richtig echt schön flüschig. Ne? Und ich finde die Farbe halt eben, okay, es ist weiß. Aber naja, wobei nicht ganz weiß, sondern so ein bisschen cremig. Ne? Ja.
Ja. Ich finde, das kann man auch wundervoll mit Cremeweiß oder mit Schwarz halt eben kombinieren. Und dann sieht das auch wirklich nicht schlimm aus, wie ich finde. Und ja, ja, kann man durchaus machen. Finde ich toll. Ja, so, dann kommen wir zu den ersten richtigen. Die Kette ist wirklich schwer. Statement-Kette? Es heißt immer in die Kamera. So eine ähnliche Kette gab es schon mal bei Zara, Moment. Und die kostet da, glaube ich, so 30 Euro. Und hier bei Aussie habe ich, glaube ich, 10 dafür bezahlt oder 20. Nee, 20. Geht aber auch. Aber diese Kette, das hätte ich gar nicht gedacht. Habe ich gerade gesehen, da ist nämlich ein Warnhinweis bei, dass sie aus Glas ist. Also aus echtem Glas. Die Halskette ist aus Glas. Bitte behandeln Sie dieses mit Vorsicht. Finde ich total cool. Hat weil ich was mit Kronleuchter, ne? Ja, aber ich stelle mir, ist jetzt natürlich total bling bling, aber ich stelle mir halt eben auch vor, so ein T-Shirt, was total schwarz vielleicht schlicht ist, was man jetzt so bis hierhin hat oder so, wo man sonst nichts weiter trägt. Und dann dieses schlichte T-Shirt, was eigentlich total langweilig aussieht, mit so einer Kette aufwerten. Das ist doch mal, also Leute, das ist ein so ein Hingucker, finde ich. Wobei ich sagen muss, wirklich sehr schmale Leute oder sehr dünne Leute sollten diese nicht tragen, weil dann sieht es immer fast aus, das habe ich neulich im Zug gesehen, als würden sie fast vorne überkippen. Ja, also ja. Ich finde schon, solche Ketten sind eher was für Frauen gemacht, die jetzt eher Rundungen haben und die das auch tragen können, weil ich finde halt eben, das sieht einfach nach was besser aus. Ich finde auch, die meisten Frauen sehen in solchen Klamotten, auch die tragen sie meistens so weite Kleidung, dazu sehen sie meistens aus wie ein Schluck Wasser in so Kleidung. Na, und dann da solche Ketten dazu, das sieht einfach lächerlich aus. Ja, ist auch unsere persönliche Meinung. Ja. So, dann haben wir hier noch eine schöne. Die glitzert auch sehr schön. Das ist eher ein bisschen enger von der Farbkombination. Weil es so jetzt aussieht wie so ein Türkranz. Und ich denke, das wird halt ganz eng am Hals liegen. Da würde ich auch eher so einen Bandeau-Top dazu anziehen. Oder wirklich so einen Bandeau-Top bis hier. Und dann würde ich so eine Strickjacke oder so ein Bolero dazu anziehen. Mhm. Und dann wirklich das ganz eng am Hals und sonst weiter gar nichts. Ja. Der Preis liegt bei 17,95 €. Finde ich aber voll gerechtfertigt, weil ich finde bei Primark, ich habe mir ja auch Statement-Ketten von Primark geholt, die sind zwar günstig, die kosten 7 oder 10 Euro, die sind aber nicht so schwer und sind von der Verarbeitung her auch, da fliegen dir teilweise so Teile ab. Oh. Und das finde ich halt eben nicht so schön. Schade. Weil wenn du das dann öfters trägst zu gewissen Anlässen, ist es einfach schade, wenn du dann Geld ausgibst und da fliegt dann was davon ab. Deswegen finde ich die Verarbeitung hier von diesen Ketten, ich habe es jetzt einfach auch schon öfter getragen, ich habe ja einige von Aussie, finde ich einfach viel schöner und viel besser. Dann noch eine sehr schöne. Sie ist zwar recht dunkel gehalten. Ich hoffe, man sieht sie auf dem Untergrund. Aber ja, sieht man. Liegt auch bei 17,95 €. Ja. Und was ich hier halt so schön finde, ist dieses fast Hundehalsbandmäßige hier oben. Dann dieses total edle. Und dann wird das plötzlich so richtig filigran und edel. Und dieser Stilmix aus so verschiedenen Richtungen hat mich an dieser Kette einfach total angesprochen. Konnte ich nicht nein sagen. Ich habe ja mittlerweile so viele Statement-Ketten. Ich bräuchte, falls ihr irgendwas kennt, wie man Statement-Ketten am besten aufbewahrt, weil ich habe das momentan alles in so einer Primark-Tüte. Das Problem, ich bewahre das auch diese Teile immer auf und packt das immer wieder in seine Verpackungen zurück, weil ich einfach keine adäquate Aufbewahrungsmöglichkeit habe. Man könnte ein schönes Brett Holz nehmen, das schön ausschneiden, wie auch immer man es haben mag, schön streichen und ein paar kleine Haken, die eventuell so ein bisschen auf alt getrimmt sind oder ähnliches, im regelmäßigen Abstand oder halt auch durcheinander, je nachdem, wie man es mag, dran machen, an die Wand klatschen und da könnte man die Ketten dann schön dranhängen. Ja, das wäre zum Beispiel eine Idee. Du hast auch einen Freund, der macht dir das bestimmt in seiner tollen Werkstatt. Ja, eben und deswegen, ich habe einen Freund, das ist ja, cool. Ja, einen Freund, der eine Werkstatt hat, darauf wollte ich hinaus. Weil er mir mal ein Jahrestagsgeschenk, wie jetzt vor 2 Tagen machen, soll er mir doch sowas machen. Ja. Ne? Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, die sind auch ein bisschen schwer. Also da muss auch schon so ein Brett her, dass das Gewicht auch auf jeden Fall aushält. Weil das ist, glaube ich, kein Pressspan, sondern wirklich. Gib mal die Kette, die ich da habe. Das ist zum Beispiel auch von Aussie eine meiner absoluten Lieblingsketten. Die habe ich jetzt letztens erst getragen. Also ganz ehrlich, da braucht ihr nichts dazu. Das habe ich dann zu so einem T-Shirt getragen, was total langweilig war. Wenn man wirklich so ein schönes, dunkles Holz nimmt, das eventuell noch schön ausschneidet oder passiert. Ja. Und dann wirklich so auf alt getrimmte Haken, so Schmiedeeisern fast ausschauend. Das sieht dann bestimmt toll aus. Und wenn dann so alle Ketten so schön, vor allem weil die ja meistens so schön glitzern und silbern sind, poppen die dann da total raus. Ja, und ich finde vor allen Dingen, weil man jetzt hier schon so viele verschiedene hat. Ich habe ja mit meiner allerersten Statement-Kette, gibst du mir mal die da? Nee, nicht die. Nicht die. Die da hängt von New Yorker. Ach, die da. Die goldene.
Ja, mit der habe ich eigentlich angefangen, um das mal zu testen. Die hatte ich damals von New Yorker, die ist von der Qualität viel, viel leichter und ist auch echt nicht so wie, gut verarbeitet wie die von Orsay. Hat mir aber auch schon echt gute Dienste geleistet. Vor allem die Lederbändchen ist ganz süß, ne? Ja, also ich mochte das auch total gerne. Ich habe das immer zu so rockigeren Outfits getragen, so ein bisschen Kleopatra-mäßig. Ne? Ich fand das wirklich ganz, ganz schön und damit habe ich halt eben einfach angefangen. Vielleicht mache ich euch mal ein Video, alle meine Statement-Ketten. Falls ihr da Bock dazu habt, schreibt mir das in die Kommentare. Das wäre vielleicht mehr die Idee, weil das ist auch wirklich so ein Trend, der kam letztes oder dieses Jahr auf YouTube auf und seitdem haben sich alle Leute Statement-Ketten gekauft und das ist wirklich so ein Trend, muss ich sagen. Ich halte ja nicht allzu viel von Trends. Aber das ist wirklich so ein Trend, wo ich sage, da lohnt es sich. Ich finde das richtig geil und ja. Ich finde das vor allen Dingen auch etwas, wenn man sich da wertige Sachen kauft, die nicht gleich auseinanderfliegen, dann ist das eine echt schöne Sache. Das stimmt. Ja. So, und dann habe ich zum Schluss komischerweise zweimal dieselbe Kette bekommen. Da sind aber leider ein paar Steinchen abgeflogen. Ich sehe das gerade, wahrscheinlich deswegen, ne? Vielleicht habe ich sie deswegen zweimal bekommen. Da habe ich leider dieselbe Kette zweimal bekommen und hier ist das Plättchen schon abgeflogen. Naja, kann man aber wieder festkleben. Könnte ich mit Heißkleber wieder festkleben? Ich weiß es bloß nicht. Oder Sekundenkleber, Tropfen-Sekundenkleber. Hier ist das andere Plättchen, vielleicht machst du mir das dann. Ja, kann ich machen, wenn ich nicht gerade wieder an der Kette kleben bleibe. Ja, also wie gesagt, leider, aber ich habe sie ja zum Glück zweimal bekommen. Ja, vielleicht vermache ich der Laura ja eine. Hey, okay, das überhaupt steht. Ich weiß es echt nicht. Ja, dazu brauchst du erstmal vernünftige Klamotten. Hey, also, ich mag meine T-Shirts. Ja, aber da poppt halt so eine Kette nicht so richtig. Das ist das Problem. Da brauchst du so ein bisschen Ausschnitt. Ne? Ha, warte mal. Was geht? Ich finde, Laura kann sich das schon erlauben, dass sie mal ein bisschen mehr aus dem T-Shirt tragen. Was meint ihr dazu? Ja, einfach mal die Kommentare. Auch was ich so mal tragen könnte oder so. Ich bin da halt nicht so... Also mein Kleiderschrank besteht wirklich aus schwarzen T-Shirts, bunten Socken und einer roten Bluse. Also lasst mal Kommentare da, was mir eventuell stehen könnte. Sie hat mir ja auch dazu angeraten, wie auch heute wieder ein bisschen nachgefärbt, ein bisschen mutiger mit den Haaren zu sein. Und ja. Da finde ich, da kann sie auch mal ruhig ein bisschen mutiger bei Klamotten und Schminke sein. Weil ich finde, mit der Schminke haben wir es heute schon echt... verzogen, finde ich. Ja, habe ich heute mal wieder ein gutes Meisterwerk geleistet bei ihr. Aber ich finde, bei ihren Klamotten könnte man halt eben echt noch ein bisschen weiblicher. Wenn es dunkel ist, bin ich happy. Ja, ich finde, sie ist halt eine Frau und sie sollte das auch ruhig mal klamottentechnisch ein bisschen zeigen. Ja, ne? Und damals, wenn ich das probiert habe, wurde ich, also einerseits hat die Klasse dann damals gesagt, ja, zieh dir doch mal was Tolles an, angezogen. Siehst du scheiße aus, tralala. Naja, ich kann dir dann vielleicht mal ein paar Fotos da lassen, je nachdem, was ihr davon haltet und so weiter. Einfach in die Kommis rein. Wir würden uns freuen. Ich sage dazu auch immer, kein Mensch ist so dick, dass er nicht zumindest ein bisschen sich weiblich... nicht bauchfrei ist. Nein. Ich meine jetzt so Sachen wie ich, die auch lang sind, die gewisse Dinge verdecken, aber halt dann in der richtigen Farbe. Aber halt eben mit ein bisschen, sagen wir mal, Ausschnitt, mit ein bisschen Weiblichkeit, mit ein bisschen eng anliegen und so. Aber nicht zu viel. Ich könnte mal demnächst mal... Ich habe ein schönes kleines schwarzes Kleidchen. Also vielleicht bringe ich das einfach mal mit, wenn ich das nach Hause fahre. Ja, das war eine gute Idee. Ausschnitt, mal gucken. Ja, schauen wir mal. Na, also okay, ihr Lieben, dann würde ich euch sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oder wir drehen jetzt halt eben, wie gesagt, vor. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, unsere kleine Accessoire-Kleidungstechnik Laura in die Welt der Kleidung einzuführen. Neben den T-Shirts. Obwohl ich zu ihrem Alter, muss ich sagen, mit 16, zwischen 16 und 18 auch nur T-Shirts getragen habe. Weil ich 22 bin, aber danke schön fürs Kompliment. Ja, ich finde halt eben sowas tragen jüngerer. Ja, ich finde es halt bequem. Man muss nicht 20.000 Stunden vorm Schrank stehen. Oh, was ziehe ich an? Mein Schrank ist voll, ich habe trotzdem nichts. Da greife ich einfach oben auf den Stapel und bin glücklich. Das ist wahr. Aber ist es nicht schön, wenn man Make-up und Kleidung in einem befördert? Und dann vielleicht ein völlig neues Selbstwertgefühl hat, weil es natürlich mit allem zusammen total gut aussieht. Vielleicht machen wir ja mal einen ganz, ganz kompletten Look aus deiner Kleidung. Und präsentieren es dann mal. Ja, würde ich doch mal sagen. Mal gucken, was man dazu sagen kann. Schreibt uns jedenfalls Ideen und Vorschläge für Videoideen. Ja. Darüber freuen wir uns immer in die Kommentare, damit wir eine Ahnung haben, was wir euch demnächst noch abdrehen können. Wir sind ja da immer offen für alles. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß über unsere kleinen Anekdoten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.